Flashback in die Jugend zahlreicher Leute. Oder anders gesagt, Flashback in die 90er. Das gab es jetzt letzten Samstag mit der 90s-Party in Kapfenberg. Naja, wenn man sich mein Alter anschaut, dann passt das natürlich perfekt. Wir haben eine coole Veranstaltungsart gesucht für Kapfenberg und 90er mag jeder, egal ob Hathaway, Rednecks. Und wir freuen uns heute schon auf einen coolen Abend. Und ein cooler Abend wurde es mit diesen internationalen Topstars auf jeden Fall. Mit dabei waren Rednecks, Mr. President, East 17, Hathaway und Tania Evans. Aber wie bekommt man diese Musiklegenden eigentlich nach Kapfenberg? Naja, es ist vieles Kontakt. Wir machen hier viele Veranstaltungen. Und ja, und wir haben gefragt und sie haben gesagt, das ist eine coole Geschichte. Wir kommen gerne nach Kapfenberg. Als Veranstaltungsort wurde die erst neu renovierte Stadthalle ausgewählt. Somit war dieses Event auch für die Stadt selbst eine große Ehre. Genau, die Stadthalle zeigt, was sie kann. Es ist die Halle für alle, wie wir immer sagen, und für alle Sportarten und natürlich auch Konzerte und Veranstaltungen. Und diese Party wurde der Stadthalle auch wirklich würdig. Denn die Stimmung war schon vor Beginn der einzelnen Konzerte richtig gut. Doch das sieht man am besten selbst. Die 90er-Stimmung ist einfach ein Wahnsinn. Das kann man gar nicht beschreiben. Jeder, der was nicht erlebt hat, der was nicht dabei war, der weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Und auf wen freut es euch am meisten? Ne? Auf alle. Ja, auf alle wirklich. Hathaway ist 17. Auf den Hathaway. Auf alle. Auf alle gleich? Auf alle gleich, natürlich. Das waren die 90er. Nein, ich freue mich einfach auf alles. Im Jahr, ja. Und ist es für euch auch so ein kleiner Flashback zurück in die 90er? Auf jeden Fall, ja. Jugenderinnerungen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nicht mehr, oder? Original